Ja, und damit ein weiteres Mal herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Let's Play. Und ihr seht bereits, es handelt sich um das Remake, Remaster, um die Aufarbeitung, um das HD Remake von Mafia 2. Ja, nee, will ich nicht. Ich wollte hier jetzt noch einmal eben gucken. Hä? Ton. Nach dem Ton ist, glaube ich. Warte mal, wir machen das. Sollte soweit passen. So, was wollte ich gucken? Was wollte ich sagen? Ja, wie auch immer. Herzlich willkommen. Ich habe das Spiel damals schon gespielt. Ich weiß gar nicht, ob ich es durchgespielt habe. Ich weiß es gar nicht mehr. Extras. Ach so, das ist das. Sammelbare Objekte. Was? Okay. Konzeptgrafiken gibt's auch. Spielstatistiken, okay. Zusätzliche Inhalte. Oh, die DLCs. Oh, die sind alle. Okay, das ist cool, die sind dabei. Von 2010 ist das Spiel. Das Original. Hab es, glaube ich, auf dem PC gespielt und auf der PS3, wenn ich mich nicht irre. Deshalb, ich bin eigentlich ganz froh, dass es jetzt hier auch ein Remaster gibt. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Viel Spaß. Achso. Ja, ich hatte eben schon mal wegen dem Ton geguckt. Stimmt. Neues Spiel. Mittel. Mafia 2 Definitive Edition präsentiert die Geschichte des Spiels in ihrer ursprünglichen Form aus dem Jahr 2010. Das Spiel enthält komplexe kulturelle Inhalte sowie Themen und ist daher nur für Erwachsene empfohlen. Sind wir. Beim Laden einer bereits abgeschlossenen Mission geht der Speicherstatus der aktuellen Mission verloren und du musst die gewählte Mission neu beginnen. Wirklich fortfahren? Jawohl, wir haben ja. Aber ich habe nicht wirklich lange ausprobiert, also das ging relativ schnell. Ich hoffe, dass das jetzt mit dem Ton stimmt. Passt zumindest. Wenn nicht, werde ich zur nächsten Folge mal nochmal korrigieren. Und jetzt aber viel Spaß! Ich heiße Vito Scaletta. Geboren auf Sizilien, 1925. Der Knirps, das bin ich. Da stehe ich mit meinen Eltern und meiner Schwester Francesca vor unserem alten Haus. Viel weiß ich nicht mehr von der alten Heimat. Nur, dass wir kaum über die Runden kamen. Irgendwann hatte mein Vater die Schnauze voll und wir zogen fort. Weg von Sizilien. Über den Ozean. Um in Amerika ein neues Leben zu beginnen. Stadt wie Empire Bay hatte ich noch nie gesehen. Sie war grandios. Andererseits hatte ich auch noch nie etwas so Dreckiges und Widerliches gesehen wie das Scheißloch, in dem wir hausten.
Der amerikanische Traum. Eher ein Albtraum. Mein Vater nahm für einen Hungerlohn eine Arbeit im Hafen an. Ein Knochenjob. Und die paar Kröten, die er verdiente, hat er gleich wieder versoffen. Meine Eltern schickten mich auf die Schule. Ich sollte die Sprache lernen, was unter lauter Einwanderern kaum möglich war. Dort traf ich Joe. Bitte, mach dich, beeil dich. Mit der Zeit wurden wir die besten Freunde. Und da wir beide arm waren und Arbeitsplätze raten, Scheiße, machten wir zwei uns selbstständig. Stehen bleiben! Polizei! Halt! Vito, hier lang! Wirf das Ding her! Stehen bleiben und ich schieße! Oh, Scheiße! Okay, du Dreckschwein! Beine auseinander! Scheiße. Und Flossen an den Zaun! Tut mir leid, Vito. Tja, in dem Fall lief's nicht so gut. Das war 1943. Amerika war im Krieg. Und für die Invasion Siziliens brauchte die Army Leute, die Italienisch sprachen. Ich war 18. Und alles erschien mir besser als Knast. Warum nicht die alte Heimat besuchen? Operation Husky. Ich war bei der 504. Fallschirmjäger-Division. Am 11. Juli sollten wir über der Südküste Siziliens abspringen. Doch wir gerieten in Flakfeuer und mussten vorher aussteigen, über Feindgebiet. Nur drei von uns kamen durch. Ohne die dortigen Partisanen hätten wir keine Chance gehabt. Als Mussolinis Truppen in die Stadt einfielen, um den Widerstand zu zerschlagen, war es an der Zeit, uns zu revanchieren. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. Okay, so. Schalt ihn aus. Und damit noch einmal herzlich willkommen zu Mafia 2. Ah, hätte nicht gedacht, dass ich getroffen hätte. Aber, treffe, wie auch immer. Hey, was war das da? Merkst du was, ne? X, um die Deckung zu verlassen. Wie kann ich denn nachladen? Gar nicht. Gut. So nicht. Oh. Okay. Nein, ich wollte die Waffe aufheben. Ich wollte... Weg hier. Alter. Oh, okay. Das war so nicht geplant. Aber hey. Soll's geben, ne? Oh. Ach so, zweimal. Okay, alles klar. Scheiße! Ja. Nicht meine beste Idee. Okay. Hey, Skeletta! Noch alles dran an dir? Sieht so aus. Dann kriegt er einen Arsch hoch. Wir müssen weiter. Wie war das? Krieg bleibt immer gleich. So viel Munition wie möglich. Scheiße. Das ist vielleicht unsere letzte Chance. Seht euch das an. Was hab ich denn? Hab ich keine anderen Waffen mehr? Hab ich nur die. Ah, okay. Ich muss dahin. Tut mir leid, ich bin noch ein bisschen falsche Richtung. Oh. Okay. Oh. Okay. Die Gefangenen haben sie wohl oben. Die Gefangenen haben sie oben. Ich bin hinter dir, Mann. Warte mal, da hinten war nichts. Okay. Das Schwein hat mich getroffen. So, nachladen ist anscheinend nur automatisch. Ah! Gibt's doch nicht. Okay.
Gut. Tritt sie ein. Ja. Gegen die Tür treten, okay. Wackel nicht so. Ja, super. Geh da weg, Alter. Was? Typ. Okay. Anscheinend geht's hier entlang. Unglaublich. So, das hier ist so ein bisschen das Tutorial bzw. Intro. Alter, kann ich nicht. Irgendwie ducken? Nee, natürlich nicht. So. Ich gucke. So. Schnell wieder rein, okay. Rein mit dir? Aber ich bin doch reingegangen. Geh mal weg da, ich muss nachladen. Gut. Okay, also das Zielen ist ein bisschen beschissen. Ein bisschen. Alter. Ist der jetzt tot? Nee, natürlich nicht. Himmel, Herrgott. So. Okay. Oh. Los, schnapp dir das Maschinengewehr. Ah. Wenn die Typen reinkommen, sind wir dran. Alles klar. Schalt den Laster auf. Alter. Da sind noch mehr, bei der Kirche. Jetzt zielen. Was zur... Ich kann das Gewehr nicht loslassen. Okay, ich muss es wahrscheinlich nicht loslassen. Gut. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovreste ascoltare i consigli di noiacci del posto. Ci rendiamo. Sapete che potete affidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Calò, der Kopf der sizilianischen Mafia. An diesem Tag ergab sich eine ganze Garnison. Warum? Weil er es seid. Okay. So weit, so gut. Ja, mit der Steuerung muss ich mich noch ein bisschen anfreunden. Naja. Mal schauen. Gut, Kapitel 2. Trautes Heim. 2 Jahre später, Empire Bay, 8. Februar 1945. Okay. Frisch oder eher nicht? Meine Familie ist doch noch recht arm. Aber mein Glück verließ mich 45, als mir die Nazis eine Kugel ins Bein verpassten. Das war nicht mehr so lustig. Ich lag eine Weile im Lazarett und dann bekam ich einen Monat Heimaturlaub. Immerhin, besser als nichts. Vito, hier bin ich. Joe. Hey, willkommen zu Hause, Alter. Woher weißt du? Ich hab so meine Quellen. Komm, steig ein.
Netter Schlitten. Ja, ist sozusagen Dienstwagen. Ich weiß, du willst nach Hause, aber jetzt gehen wir erstmal ein Bier trinken. Gute Idee. Ja, Bier klingt gut. Und ich glaube, jetzt wird viel gelabert. Da ist es. Empire Bay. Hast du es vermisst? Ist der Papst katholisch? Nicht, dass mir diese Stadt je etwas geschenkt hätte, aber alles ist besser als ein Schützengraben. Warum ist hier bloß so ein Mistwetter? Angeblich okay, da oben sind die Bomber. Winter seit gemessen wird. Die wahrscheinlich losfliegen in Richtung... Ein paar Wochen so bleibt, aber ein Drink wird dich aufwärmen. Keine Ahnung. Wie lange ist es wahrscheinlich hier, Richtung Europa? Mal ein Trinken waren? 2 Jahre? Fast 3. Auf Tony Sacellis Party, richtig? Das letzte Mal war es auf der Beerdigung deines alten Herrn, Vito. Kurz vor deiner Abfahrt. Das weißt du doch. Ah, 5 Minuten und schon sprechen wir über meinen Alten. Oh. Bitte das Thema wechseln. Erzähl, Alter, wie war's denn so da drin? Ich habe immer Zeitung gelesen, um auf dem Laufenden zu bleiben. Und du weißt ja, wie ungern ich lese. Ja, ich weiß. Ihr habt Mussolini fertig gemacht, was? Gewissermaßen. Wir hatten ein wenig Hilfe von dem Typen namens Don Callow. Ohne Scheiß. Don Callow? Von dem habe ich schon gehört. Wirklich? Ja, ich kenne Typen wie Mafiosi. Arbeitest du für sie, bist du wer. Scheißt du sie an, bist du tot. Dann bist du ja schwer beschäftigt. Ja, und du hast sogar einen Orden gekriegt, oder? Von General Patton persönlich. Wow, ein echter Kriegsheld, ha? Und dann hast du ein paar sizilianische Bräute geknallt und musstest heim, ha? Ja, von wegen. Die alte Heimat. Hier kannst du alles fühlen und niemand schert sich drum. Was für ein Land. Auf die USA und darauf, dass du wieder da bist. Okay. Salute. Ah, salute. Centan. Das ist kein Bierchen. Wieso bist du schon wieder da? Wegen guter Führung vorzeitig entlassen? Hab mir vor ein paar Monaten eine Kugel angefangen und war im Lazarett. Jetzt habe ich Urlaub. Moment mal. Heißt das, du musst wieder rüber? Was denkst du? Der Krieg ist noch nicht vorbei. Große Lust hast du aber keine, oder? Natürlich nicht, aber was soll ich machen? Warte mal. Bin gleich wieder da. Ciao, Giuseppe. Hier ist Joe. Du hast mir doch letzte Woche einen Gefallen getan. Der Kerl heißt Vito Scaletta. Danke, Giuseppe. Okay, bis dann. Also hör zu. Sieht aus, als wäre deine Verletzung doch schlimmer als angenommen. Die Ärzte sagen, du darfst nicht mehr zurück an die Front. Was? Moment, hast du etwa... Wie gesagt, ich habe Beziehung. Die offiziellen Papiere kriegst du heute noch. Stempel, Unterschriften und der ganze Kram sind nur eine Frage des Geldes. Verarschst du mich? Ist das nicht riskant? Dafür könnte ich im Knast landen. Außerdem, wie soll ich das bezahlen? Das übernehme ich. Sozusagen als kleines Willkommensgeschenk. Und keine Sorge, die Papiere sind picobello. Glaub mir. Wow, danke. Okay. Gern geschehen. Du bist doch wie mein eigener Bruder, Alter. Jetzt kannst du in aller Ruhe deine Zukunft planen. Ja. Aber erst muss ich nach Hause. Okay, soll ich dich fahren? Nein, danke, ich laufe ein Stück. Mal sehen, was sich alles verändert hat. Alles klar. Grüß deine Schwester schön von mir. Und komm später mal vorbei, wir haben einiges zu bereden. Danke nochmal, dass du mich aus der Armee rausgeholt hast. Keine Ursache. Ich melde mich morgen. Alles klar, gut. Ab nach Hause. Ab nach Hause. Mal gucken, was die Family so macht. Klar, ich laufe ein Stück, aber direkt ein Taxi nehmen. Hier war auch eine Bar. Nee, in deiner. Danke, der Rest ist für Sie. Was? 2,25 für eine Taxifahrt? Benutze das Radar, um zu navigieren. Das hätte ich mir jetzt nicht erträumen lassen. Hey, wie geht's? Ach, Newsstand. Alles klar. Wie läuft's denn so, Soldat? Moin. Ja gut. Besser, seit ich wieder da bin. Ja gut. Aber ich bin enttäuscht, man sieht seine Fußspuren nicht. Naja, was haben wir hier? Guten Tag. Nee, ich habe gerade schon 2,25 für ein Taxi ausgegeben. Das ist, ja. Gut, wir müssen da hinten hin, wo dieses rot-weiße Schild ist. Nur ein lausiges Bierchen. Verrücktes Weib. Okay, es tut mir leid, ich muss noch einmal ganz kurz stimmen. So.
Nee, das war, glaube ich, ganz gut so. Das müsste so passen, ne? Ich hoffe. Hey, Georgie, komm jetzt. Du brauchst dir doch von deiner Alten nicht alles vorschreiben lassen, oder? Von wegen, George, bleib hier. Und jetzt komm ab. Die braucht der Georgie aber ganz schön unter der Fuchtel, was? Hey, oh Mann. Bleib mehr Bier für uns. Los, komm. Frauen, was? Oh, aufpassen, mein Guter. Aufpassen, es rutscht hier. Hä, hey, okay. Arschloch. Was haben wir hier? Natural Foods and Vitamins. Okay. Laundry and Cleans. Cleaners. Cleanies. Okay. Hey, das ist natürlich cool, wie sie hier alle stehen bleiben. Warum gibst du heißes Wasser weg? Was ist denn los mit dir? Zu viel Geld? Vito, bist du das? Hey, Mr. Manera. Machen Sie etwa dicht? Weißt ja, wie es ist. Der Laden wirft nichts mehr ab. Wow, das tut mir leid. Du bist ja nicht schuld am Krieg, Vito. Wer weiß, vielleicht mache ich ja wieder auf, wenn er vorbei ist. Ja, vielleicht. Tja, viel Glück jedenfalls. Ey, das ist mir damals gar nicht so aufgefallen, dass man mit so vielen Leuten... Obwohl, man konnte bis jetzt nur mit... Oh, Entschuldigung. Ich bin gestolpert. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Dass man mit Leuten interagieren konnte. Das ist natürlich cool. Was haben wir da? Okay. Wer bist du? Noch ein... Okay, da ist nichts. Das ist auch nichts. Da hinten ist ja zur Straße. Und ich schätze, hier wohnen wir. Also würde ich hier direkt einen Cut machen und sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr freut euch genauso auf die nächste Folge wie ich. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß an diesem Let's Play wie ich an dem Spiel. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.